Hallo und herzlich willkommen zurück zu Judgment Apocalypse. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben einen Wald zum Fällen markiert. Wir brauchen dringend Holz, damit wir Bretter herstellen können. Und mit diesen Brettern werden wir dann eine Schaffarm bauen, für das wir allerdings auch noch Lehm brauchen. Und Lehm kriegen wir hier. Das heißt, dieses hier müssen wir jetzt mal anzapfen. Hier sind 18, 24, machen wir einfach mal das hier weg. Und das, da haben wir ein bisschen Vorrat. Das können wir momentan gut gebrauchen. So, hier sind noch weitere Lager, die wir plündern können. Alte Lager mit Scrap-Teilen und Medizin. Ich würde sagen, wir nehmen mal das, wo die meiste Medizin jetzt drin ist. Das wäre dieses hier. Und was haben wir da? Food is running out. Das ist aber schon besser geworden. Und ja, einige sind müde. Glenn ist müde, der müsste dringend schlafen. Wir können kein Bett bauen, wir brauchen dringend Wolle. Bevor wir Wolle haben, müssen wir erst die Schaffarm bauen. Die Schaffarm können wir erst bauen, wenn wir den Lehm und das Weizen haben. Darum ist es gut, dass wir beim letzten Mal schon eine Weizenfarm gebaut haben. Wir müssen nur gucken, dass der Weizen nicht oder noch nicht hier beim Kochen verbraten wird. Deswegen müssen wir in diesen Brutjob gehen. Den können wir nämlich an- oder ausmachen. Der ist jetzt aus, standardmäßig. Das heißt, das Weizen wird hier nicht für verwendet. Und deswegen ist alles genauso richtig, wie es sein soll. Da müssen wir uns noch ein bisschen länger hier über unser Gemüse ernähren. Wenn wir dann aber umgestiegen sind auf Weizen, sind wir da wesentlich besser unterwegs. So, wir bauen weitere Steine auch ab, damit wir hier im Stadtzentrum vielleicht noch ein paar Felder bauen können. Ich würde das nicht schlecht finden, wenn die Felder hier so in der Mitte stehen. Obwohl, schauen wir einfach mal. Wir müssen ja natürlich auch noch mehr Häuser bauen. Jetzt brauchen wir erstmal Holz. Und immer dran denken, ganz wichtig, das habe ich am Ende der letzten Folge auch gesagt, neue Wälder pflanzen. Denn wenn wir das hier alles abgeholzt haben und dann kein neuer Wald da ist, dann gibt es Riesenprobleme. Ohne Holz sieht es hier düster aus. Und deswegen werden wir jetzt auch noch ein bisschen Holz anpflanzen hier. Macht immer Sinn. Glaubt mir, das wird sich auszahlen. Dauert natürlich für unsere Überlebenden entsprechend die ganzen Tätigkeiten auch auszuführen, aber es ist sehr wichtig. So, der Lien geht es schon wieder ziemlich gut. Die hat ja einen Levelaufstieg gehabt, die ist jetzt Level 1 Fighter und wir haben ihr den Skill schnelle Heilung gegeben. Dadurch ist sie jetzt schon wieder auf 61 Lebensenergie. Das ist schon mal nicht schlecht. Und sie ist müde, hier 7 Energie. Die muss dringend ins Bett, da schläft aber gerade die Deborah drin. Die ist aber gerade aufgestanden. Ich denke mal, ja, Lien kommt schon her, sie hat schon hier schlafen stehen. Dann wird sie jetzt das Bett für sich beanspruchen und bevor wir jetzt, was sagen wir jetzt schon wieder, Wasser? Nee, das kann nicht sein. Der Brunnen ist ja noch da. Das ist übrigens eine interessante Frage, ne? Ist der Brunnen endlos? Ich weiß es nicht. Hier steht nicht dran, dass man weitere, oder dass nur noch, ich sag mal, 20 Wasser oder so drin sind. Hier steht keine Anzeige dran. Anders als bei diesen ganzen Sachen hier, da steht immer drin, wie viel drauf, also da steht immer dran, wie viel drin ist. Hier Lehm 20 oder hier Steine 17. Von daher gehe ich mal davon aus, dass der Brunnen endlos ist. Allerdings steht er halt weit weg, da muss einer immer hinlaufen. Dann arbeitet er da, dann kommt er irgendwann zurück, dabei vergeht auch Zeit. Und ich glaube, bin aber nicht sicher, dass man später auch Brunnen bauen kann. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Wie viele Forschungspunkte haben wir eigentlich gerade? Kurz gucken, wir hätten 80. Könnten also wieder was erforschen. Frage ist dann halt nur was. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal alles so, wie es ist. Brickmaking wäre vielleicht noch eine Variante. Da hätten wir dann hier die besseren Häuser aus Stein. Hier können wir Metallschilde schon bauen und auch eine Metallmine, die ist wichtig. Später vor allem. Ja, ein Wachturm lässt sich hier errichten. Aber das ist halt alles auch sehr teuer. Obwohl, das geht hier noch. Das teuerste ist hier tatsächlich Metalworking. Also Metallverarbeitung hier, dieser Zweig ist relativ günstig. Relativ. Wir sparen uns das aber auf. Was wir bauen müssen, ist ein Forschungstisch für Okkultes. Das ist momentan unsere Aufgabe. Eine okkulte Bibliothek und ja, die kann ich eigentlich nur hier jetzt errichten. Es ist ein bisschen schade, egal wie ich die drehe, ne? Also man sieht hier, es sind von beiden Seiten Schreibtische dran. Es sieht jetzt halt aber merkwürdig aus, wenn ich die da so reinstelle. Das Artwork ist zweckmäßig, sagen wir es einfach mal so.
naja, könnte durchaus noch optimiert werden. Obwohl es ist eigentlich, naja, man meckert auf hohem Niveau. Es ist ein Indie-Entwickler, das darf man ja nicht vergessen. Und ich finde, dafür ist es wirklich, wirklich gut. So, sollen wir mal die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen? Ich weiß nicht, soll ich mich trauen? Moment, haben wir da einen Hotkey für? Oh, jetzt haben wir wieder das Problem. Also, jemand in der Nähe braucht unsere Hilfe, wird von Kreaturen gejagt. Wir könnten jetzt ein Team hinschicken. Ich werde das diesmal nicht machen, weil, ich kann es zeigen hier, wenn wir das machen, wir generieren noch nicht genug Nahrung. Wir können natürlich die Hände gebrauchen, also die, ne, die Arbeitskraft. Aber wir pendeln immer so um 18 Nahrung, dann geht es runter auf 15, dann kommen wir wieder auf 19 hoch, so wie jetzt, oder vielleicht auch auf 20. Aber dann ist Ende. Und wenn wir jetzt noch einen weiteren Esser haben, dann wird das weniger. Dann kommen wir da nicht mehr, dann geht es immer nur bergab. Und dann müssen wir wirklich zusehen, dass wir bald den Weizen fertig haben. Das ist aber halt auch noch nicht so weit. Den ersten Weizen brauchen wir noch für was anderes. Und deswegen nehme ich jetzt noch keinen weiteren neuen Überlebenden auf. Das ist natürlich aus Rollenspielsicht eine Katastrophe, da jetzt den armen Menschen da nicht zu helfen, aber ich kann es nicht ändern, wirklich. So, wir müssen noch 4 weitere Bretter herstellen, damit wir 5 haben, hier für unsere Schaffarm. Brauchen wir nämlich 5 Bretter für und Lehm. Lehm wird abgebaut. Und Weizen wird angebaut. Sind wir schon dabei? Beim Lehm arbeitet noch gerade keiner. Wir haben jetzt hier sehr viel mit dem Wald gemacht. Ich würde daher sagen, wir stellen die Zeit mal auf schnell. Lassen das einfach mal so ein bisschen vor sich hinwuseln hier. Oh, da hat schon jemand. Okay, also wir werden angegriffen. Dann gehen wir natürlich mal sofort auf Pause. Erstmal hat jemand ein Level up, und zwar Annabelle, unsere Überlebenskünstlerin. Da schauen wir mal, was wir der geben. Sie könnte Farming bekommen oder Gathering. Sie hat momentan Scavenger, das heißt, sie kann schneller so Sachen durchsuchen. Gathering ist, glaube ich, gut, weil das so ein bisschen so auf alles geht. Nämlich Holzhacken schneller, Scavenge noch schneller und Wasser noch schneller. Und Annabelle war, glaube ich, auch diejenige, die unten am Brunnen immer steht. Von daher, Farming plus 30% wäre natürlich auch nicht schlecht. Ganz klar. Ich glaube, ich gehe aufs Farming. Machen wir einfach mal so. Das können wir später auch noch wählen. Glaube ich zumindest. Und ja, wir werden angegriffen. Wir müssen uns vorbereiten. Ich ziehe mal alle Kolonisten hier zusammen. Hier in der Mitte. Sind die schon da? So, jetzt werden wir angegriffen. Wir sollen unsere Leute ausrüsten. Sind die schon? Und alle Angreifer niederschlagen. Wir sind bereit. So, was haben wir denn da? 2 Imps und ein Miner Demon. Ha! Wir waren auf Außenmissionen, die gefährlicher waren als das. Wir stellen uns hier schön in die Wälder rein. Obwohl, nee, das ist eigentlich Blödsinn. Wir stellen uns hier in die Siedlung. Wir haben nämlich ein bisschen Schutz durch die Steine von allen Seiten. Und unsere Bogenschützin kann. Unsere Bogenschützin steht ganz vorne. Das ist natürlich doof. So, Max, Angriff. Glenn, Angriff. Deborah macht schon. Ja, läuft gut. Wir haben es schon geschafft. Alles klar, nichts passiert. Wir haben 3 Schwefel als Loot und ja, 2 Imps, einen Miner Demon getötet. Wunderbar, ihr könnt weiterarbeiten. Das ist passiert, weil der Balken übrigens voll war. Die sogenannte Awareness, die anzeigt, wie einfach wir zu entdecken sind. So, machen wir nochmal schnell einen Vorlauf hier. 8-fach Geschwindigkeit. Eine sehr angenehme Geschwindigkeitsstufe. So, ich glaube, da ist der Weizen geerntet worden. Jawohl, wir haben jetzt also schon fast alles für die Schaffarm zusammen. Fehlt nur noch. Ja, die Bretter werden gerade hergestellt, aber fehlt noch der Lehm. Da werden gerade die Bretter gemacht. Ah, Deborah ist dabei. Sehr schön. Lehm wird auch gemacht. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wie viel fehlt noch? Nur noch das Lehm. Der Lehm? Der Lehm. Aber kommt jetzt. Und dann gibt's Schafe und dann haben wir Wolle und dann geht's uns schon viel besser. Jetzt ist es soweit. Und die Schaffarm. Ich hätte sie gerne dahingestellt. Müssen wir das noch abbauen hier. Auf die 5 warten wir jetzt noch. Das geht ja schnell. Oh, 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 oh. Stopp, 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 stopp. Was ist mit dem Wasser los?
Kein Wasser mehr da. Deborah ist aber schon da und holt neues Wasser. Ich frage mich, wie wir das so schändlich vernachlässigen konnten. So, Scouting Party. Oh, das ist doof. Also, eine feindliche Scouting Party ist entdeckt worden und wir sollten sie jetzt lieber schnell erledigen, bevor sie unsere Basis entdecken, denn sonst steigt nämlich hier die Awareness wieder an und die Scouting Party ist in der Regel relativ einfach zu besiegen. Da ist sie und es sind 3 Imps. Also, die greifen wir an. Kein Problem. Mit unseren Kämpfern natürlich. Fighter, Fighter, Fighter. Und, ich nehme Annabelle auch, obwohl... Ja, wir nehmen Annabelle auch mit. Sollt ihr auch ein bisschen Erfahrung bekommen. Okay, das müssen wir wieder auf normale Geschwindigkeit stellen. Und dann geht's los. Schauen wir mal, dass wir diese Hunting Party, oder diese Scouting Party besser gesagt... ausschalten. Hier liegen überall die Leichen rum. Also wir sehen schon, in den Städten ist was los. Oder ist nichts mehr los, besser gesagt. Verwüstung. Chaos. Da sind sie. So, erledigen. Hallo, liebe Imps. Wir sind hier. Angriff. 2. Und da ist der 3. Und dann haben wir das schon erledigt. Was kriegen wir? Ein bisschen Schwefel. Und sonst nichts. Aber Gefahr abgewendet. Und jetzt muss einer wieder dringend zum Wasser gehen, das ist ganz wichtig. Denn das ist sehr knapp. Und diese Steine müssen weg, damit wir die Schaffarm da hinstellen können. Sehr schön. Es läuft, Wasser ist gut. Steine wird sich drum gekümmert. Ach, den einen jetzt wirklich, okay. Danke sehr. Einmal Schafe, bitte. So, wenn wir dann die Wolle haben, dann werden wir eine neue Hütte bauen. Obwohl, die Hütte können wir jetzt schon bauen. Und ich habe mir gedacht, dass wir hier diesen Wald hier entfernen. Hier. Da stellen wir eine neue Hütte hin. So, das wollte ich nicht. So. Und dann müssen wir natürlich auch neuen Wald anpflanzen. Das habe ich zwar jetzt schon relativ oft auch gemacht, trotzdem immer an neuen Wald denken. Ganz wichtig. Der wächst nämlich sehr langsam. Und wenn da nichts da ist, freut man sich nicht mehr. Mal nur so als Hinweis, wir haben hier... Das sind die ersten, die wir angepflanzt haben. Da werden gerade die ersten Bäume volljährig. Ja. So lange dauert das. Ist jetzt schon die 4. Folge. Und die haben wir den ersten angepflanzt. So, Wasser ist schon wieder aus. Mensch, was ist denn das? Warum ist keiner beim Wasser? Verdammte Axt. Annabelle. Prioritäten. Wasser ist schon ganz oben. Bauen allerdings auch. Wasser kommt nach ganz vorne. Ist am wichtigsten. Okay, jetzt hat es gerade ein bisschen gestockt. Okay, Annabelle sammelt Wasser. Es ruckelt gerade ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, dass wir nicht abstürzen. Ich werde mal vorsichtshalber kurz einen Speicherstand anlegen, bevor es soweit ist, dass hier irgendwas kaputt geht. So. Machen wir weiter. 15 Nahrung. Jetzt, wo wir die Schaffarm gebaut haben, können wir das Weizen zum Brotbacken verwenden. Das heißt, wir werden einen Auftrag erstellen. Der ist automatisch, der ist schon da. Der ist schon da. Ne, der ist nicht da, der ist nicht an. Also wir machen jetzt Autocrafting an und wir wollen immer mindestens 15 Brot haben und maximal 50. Dann
Ist auf jeden Fall was da. Wir brauchen Weizen und Holz dafür. Erhöht übrigens auch die Heilrate, habt ihr gesehen? Natural Heal Rate plus 20%, das ist beim Salat. Aber auch. Okay, also egal. Gut, sind beide gleich gut. Also jetzt für die Heilrate zumindest. Der Auftrag ist drin, das heißt, hier haben wir jetzt entsprechend die Zahnräder. Jemand, der Zeit hat, wird sich drum kümmern. Unsere Leute sind irgendwie alle ein bisschen... Die haben alle nicht mehr so viel Lebensenergie. Was ist da los? Wir hatten jetzt keine schweren Kämpfe. Das wird sogar weniger. Was ist denn da los, bitte? Annabelle, was ist... Die schläft und stirbt gleich. Was ist... Das liegt am Wasser. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Deborah. Ja, Wasser, aber sofort. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Lauf schneller. Deborah, deine Prioritäten sind ab sofort auch Wasser, Patrouille, Quarry. Da ist Wasser. Wasser nach ganz vorne. Ich glaube, dass irgendwo Felder begossen worden sind und darum war das Wasser plötzlich wieder weg. Wir hatten ja ein bisschen was. So, jetzt ist wieder was da. Eieieiei, also das ist ja Kampf um Leben und Tod hier. Ich möchte mal kurz in den Forschungsbaum schauen. Ich bin ziemlich sicher, dass man irgendwann einen Brunnen bauen kann. Also hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht bei Wasserkonservierung. Das wäre eigentlich in der Tat ein sehr, sehr nützlicher Skill jetzt. Ah, Regenwasser können wir dann sammeln. Allerdings kostet das 750 Punkte. Ich glaube, ich spinne. Dann haben wir hier Camouflage, Early Warnings, Logistics, Scavenging und Gathering Efficiency. Water Distribution. Ha, dann brauchen die Farmen weniger Wasser. Auch schön. Das ist alles schön, 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 aber... Das nützt uns jetzt nicht. Ja, wir haben übrigens die okkulte Bibliothek aufgestellt. Aber was wir nicht haben, ist jemanden, der okkulte Künste oder ja, wir brauchen Okkultisten dafür. Und haben wir nicht. Wir haben nur Fighter und Survivalists und einen Ingenieur. Wenn wir einen Okkultisten bekommen, der kann hier dann Forschung betreiben. Das funktioniert dann im Grunde genau wie der Forschungstisch, den aber auch Nicht-Okkultisten bedienen können. Und erst dann kriegen wir hier okkulte Forschungspunkte. Genau analog zu den normalen Wissenschaftspunkten. So, die Lebensenergie von Annabelle sinkt noch weiter. Oh, was ist denn hier mit dem Wasser bloß los? Das war auf einen Schlag weg. Glaube ich. So, Deborah geht wieder heim. Die ist übrigens auch schon fast tot. Und Annabelle sammelt weiter. Das ist gut. Es muss nämlich weitergehen. Ich glaube, das sind hier unsere Felder, die so viel kosten. Das ist noch gewässert. Da ist kein Wasser. Da ist noch Wasser drin. Also das hier muss gerade gewässert werden. Und der ist gerade dabei. Der wässert gerade das Feld. Das ist natürlich... Da, jetzt hat es wieder 99 Wasser. Jetzt ist hier aber nichts mehr drin. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, was da reinkommt. Eine Portion Wasser oder so? Oder zwei oder drei? Ich weiß es wirklich nicht. So, jetzt geht's wieder. Jetzt kommen wir wieder auf den grünen Zweig hier. Es bleibt spannend. Ich hoffe, es gefällt dir. Und ja, wenn du magst, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lass mir gerne Kommentare und Daumen da. Dein Dr. Wolfsherz. Ciao.